Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Im letzten Part sind wir hier angekommen. Beim Sphero-Brett. Maler für Teiles. Und Abwehr, nein, nicht ganz. Wir sind hier auf dem Weg nach Xenocant. In einem relativ teils Unterwassergebiet. Wir können einmal hier gehen, damit er Magie lernt. Nö. Nur um Subvita oder so aufzuwerten. Nee. Mein Gott. Ich fühle mich so unterlevelt und die kriegen nur jedes dritte, fünfte, tausend Level-Ups und so irgendwas Nützliches. Falsch. Da lang. Guck mal hier, drei Level-Ups, HP und Ability, was soll das? Aber irgendwann kriegt Riku HP. Und darf jetzt ein Level-3-Sphero benutzen. Bestechen. Habe ich überhaupt Level-3? Ja, zwei noch. Immerhin. Rücksphäroid. Ach, springt auf ein. Oh. Bereits aktives Feld. Falls ich nochmal irgendwo anders abzweigen will. Besonders mit Kimari. Kommt ja. Ich drück nicht nach oben, ne? Ich drück nach rechts. Why ever? Okay, das war strange. Gut. Nein. Aurin. Entschuldigung, dass ich in letzter Zeit so viel Level-Ups verteile, aber ich fühle mich echt unterlevelt. Ich habe keinen Bock zu leveln. Also mache ich das mal öfter. Und wenn ich die Level-Ups sparen würde, dann würden 10, 15 Minuten vergeben, um alle Level-Ups zu verteilen. Ist dem so? Ich glaube schon. Wow, du bekommst sogar gar nichts. Das ist viel. Okay, dann nochmal. Yuna, dein Offscreen-Job einmal kurz alle heilen. Ich habe unterwegs noch ein bisschen gekämpft gehabt, aber nicht viel. Ich muss hier hoch, okay. Interessant. Nice to know. Ach du schon wieder. Geh mal weg. Sternschleier. Aurin. Panzerbrecher. Ich hätte einen Stummschock machen sollen. Aber egal. Kimari. Raub auch nochmal. Schade. Gravitas, schön. So, jetzt kommt erstmal. Teil ist wieder raus. Greift auch mal schön an. Yuna heilt auch einmal kurz durch. Bisschen. Eieiei. Magiebrecher. Fuck. Ich wollte genau das machen, was da drunter steht. Damit ich. Warum kriegt er jetzt nur 170 dazu? Achso, je nachdem, wie viel Leben er gerade hat. Wahrscheinlich. Damit Lula auch Schaden machen könnte. Ich glaube, sie würde mit einem normalen Angriff sogar bald schon mehr Schaden machen als mit Magie. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Gut, Tidus, hau auf. Ich hätte nicht gedacht, dass das vernichtet, aber gut. Also nicht vernichten, vernichtet, sondern vernichtet. Glorienring, whatever. Na gut, dann gehen wir hier mal hoch. Und wir sollen wieder runter, was? They'll be upon us soon. She has sent fiends to test our summoner's strength. Who is she? Yuna Leska. Lady Yuna Leska. In Xenocant, she awaits the arrival of the strongest. She is still alive? As much as Micah and Seymour. I see. Lost your nerve? No. Nothing frightens me now. Braska would be proud. Then I must not let him down. Aber nicht nur Seymour und Micah selbst.
Ach, hier haben wir einen Speicherpunkt. Ja, danke. Etwas zu früh. Aber gut. Angriff. Wozu habe ich dieses bescheuerte Schwert schon? Panzerbrecher. So, du wartest auf Magiebrecher, während Walker raufhaut. Pff, warum critten jetzt alle? Ohne Scheiß. Ich meine, Rico hat... Wow, keine Mana mehr. Genau wie Auron. Ach du Scheiße. Also kein Magiebrecher. Schön, gut. Meinetwegen. Ekstase Tech Zorn. Ja, wird auch Zeit, dass du mal eine neue Ekstase lernst. Aber gut. Einfach mal blocken. Kimaria raubt auch nochmal. Ich weiß nicht, was hat Rico an der Ekstase-Typen? Gute Frage. So, Lulu. Alles Magie, zweimal Feuer. Rauf da! Fast 9999, aber auch nur fast. Danke. Es geht so langsam voran mit den Levels. Aber gut, Speicherpunkt heilt uns. Mal gucken, ob ich jetzt was nachspielen muss oder nicht. Ich hoffe mal eher weniger. Aber jetzt kommt ja hier wahrscheinlich der Bosskampf. Nach diesem Kampf. Auf den ich jetzt schon irgendwie keinen Bock habe, weil die Gegner schon dran sind gleich. Also und tschüss. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt das Monster kommt. Also, Sphärobrett. Schadet nicht nochmal, alles zu skillen, was man kann. Leider kann da jetzt nichts. Yay, noch ein bisschen Magie. Das, darauf habe ich gewartet. Dann nochmal ein bisschen Abwehr, nochmal ein bisschen mehr Magie. Darauf habe ich echt gewartet. Benutzen. Den anderen Level 3 Sphero Pass brauche ich dann für Kimari, der ja hier zweiten Zone auch vorbeikommen wird. Aber gut, Yuna. Bisschen Reflex, bitte. Ein bisschen, viel ist ordentlich. So, Kimari, ein bisschen Mana für dich. Bisschen Mana für Kimari. Wann verwendest du Mana außer beim Rauben? Glaube nicht. Niemals. Ich hätte das zuerst machen sollen und dann speichern. Jetzt kriege ich gleich noch einen Kampf, aus dem ich auch wieder fliehen werde. Auch eine schöne Sache. Gut, 8 Minuten sind vergangen. Der Bosskampf wird 15 Minuten dauern. Überlänge. Warum? Präventivschlag will ich nicht so irgendwie verschwenden lassen. Das, was du mal hast. Und Panzerbrecher. Du blockst. Weil ich keinen Bock habe, noch mehr Mana zu verschwenden. Eigentlich sollte ich nämlich genau nicht Walker und Rico erstmal nehmen, falls der nämlich aus Versehen sterben wird. Vorher. Aber gut. Ja, gut. Weil dann Yuna und Kimari keine Erfahrungspunkte bekommen und die unter Wasser halt ein bisschen was bekommen haben, aber gut. Boss. Mini-Boss. It comes. Hi! Was auch immer du bist. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich will Kimari zuerst raus haben.
Torräder. Das ist nice. Photonenstrahl. Warum kann ich dich nicht einfach rufen? Ja. Ist klar. Ist klar. Alter. Ich wusste schon, warum ich Talias nicht da haben wollte. Bitte triff. Ich hasse es. Jemand schläft auch noch nicht mehr. Geil, du hast dich selbst getroffen. Ach, nur weil du verstummt bist, jetzt ohne Scheiß. Panzerbrecher. Moment, du bist blind. Yay! Also der Kampf fängt mit allem an, was ich liebe. Warum setze ich gerade keine Albettmedizin ein? Unkrautchen. Also ich weiß ja, ich bin schlecht, aber ich glaube, ich bin noch etwas unterlevelt. Definitiv. Magischer Hauch. Noch geil, der nächste stirbt. Boah, Alter. Wenn es so weitergeht, habe ich keine Mana mehr. Mit Yuna. Ja, ist klar. Ist klar. Neko Mio. Lulu hat auch schon was gemacht. Teil ist. Einmal Haska bitte auf alle. Beschwören würde ich nicht gerade. Was kannst du sonst so machen? Shell, Brutus, Reflect. Regina bitte. Und zwar auf Orwin. Der hält am meisten aus. Wenn er Full Life geht. Oh Gott, sieht das Leben hier ab. So. Suppression. Prost. Immer noch mit geschlossenem Deckel, wie auch immer das gehen soll. Wünsche ich hätte meine Waffe wieder gewechselt, wüsste ich, wann der tot wäre. Ohne dass ich beschwören müsste. So. Ich hoffe, das geht. Und das geht immer auf den Gegner? Das ist so meine andere Sache, die ich dabei im Hinterkopf habe als Frage. Alter, auf dich zu high, Esmo. Ich glaube, ich muss beschwören. Hab da aber noch keinen Bock drauf. Ich sag's sehr wohl noch. Ich bin mal wieder zu verlangt irgendwie. Meister Ruf, Yojimbo. Das war ein Crit. Ehrlich jetzt. Photonenstrahl. Danke. Mal gucken, ob Anti-Z funktioniert. Ich hoffe doch. Nein, tut's nicht. Wie viel Leben er zurückbekommt, der Gegner einmal angreift. What ever. Alles klar, du wirst erstmal ausgewechselt, weil ich irgendwie nicht will, dass du beschwörst. So, nehmen wir mal einfach das Element, was am besten ist. Wasser. Nein, ein bisschen zu früh. Ach, Mann. War ich zu voreilig. Na gut, 3000 Schaden. Auron ist immer noch blind. Und Krautjäger. Hey. Wehe. Danke. Reicht schon mit Teil des fast
am Boden ist. So, Yuno muss trotzdem jetzt mal heilen. Oder einfach mal beschwören. Ohne Ekstase. Mal gucken, ob er genug Ekstase bekommt. Und der Astra hatte genau dieses Bahamut-Symbol auf seinem Rücken. Hey, normaler Angriff. Magischer Hauch, das würde mir nicht gefallen. Au. Will mir auch nicht gefallen. Oh, der hat noch so viel Leben. Und ist wieder voll. Na gut, fast voll. Bin ich eigentlich Vega oder so? Was kommt hier unter Schwarzmagie? Nein, hab ich nicht. Geil! Das heißt, Bahamut ist gleich... Wieso warst du jetzt auf einmal zweimal dran? Ja, oh, er ist wieder voll. Was soll die Scheiße? So viel Ekstase für gar nichts. Warum heilst du dich so oft? Und irgendwie hat Anti-Z ja auch nicht funktioniert. Was soll die kann? Käh. Mein Gott. Da ich eh gleich tot bin, warum nicht ein Impuls? Komm, gleich der Meisterruf von YouTube. Mal gucken. Wow, du kannst nochmal angreifen. Und auch daneben. Zweimal hint. Wow. Wow. Einfach nur wow. Impuls. Bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt mehr Schaden macht als normaler Angriff. Aber ich denke mal ja. Magischer Hauch und tschüss. Schön, dass ich Mega Flare ansetzen wollte. Scheiße, Anti-Z muss nicht funktionieren. Stand ja noch nicht mal immun oder so. Nun muss ich das auf mich selbst anwenden, aber warum, wenn das direkt beim Gegner kommt? Das gibt auch keinen Sinn. So teil es. Wow. Warum hast du keine Ekstase? Du kannst mit Unkrautjäger kontern. Das will mir nicht gefallen. Oh, du bist immer noch blind. Mann! Ah. Hasse das. Okay, Item. Allheilmittel bitte. Wieso geht das daneben? Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wobei, Fares, komm schon. Einfach gleich mal einen Laserstrahl raushauen. Habe ich gesagt, der Kampf geht 15 Minuten, ich meine 30 Minuten. Gleich macht er erstmal wieder Vigra. Scheißschwinge. Funktioniert das? Immun, okay, funktioniert nicht, alles klar. Habe ich gesagt, er macht Vigra, habe ich es nicht gesagt, habe ich. Nein, habe ich nicht. Ah, pass auf, dann mache ich ihm jetzt den Schaden hier runter und während er jetzt dreimal. Ich muss es noch nicht mal aussprechen. Was ist das für ein Kampf? Ich habe nicht mal Ahnung, wie ich das verhindern könnte. Mir fällt gerade irgendwie nichts ein. Vielleicht sollte der Panzerbrecher mal treffen, der nicht trifft. Dann kannst du erstmal Vigra machen, Tidus heilen. Bist ja gleich nochmal dran. So, Tidus. Versuch mal an deine Ekstase zu kommen. Warum kriegt er keine Ekstase dazu? Alles so verwirrend. Kannst immer noch nicht machen. Geil. Block. Ja.
Immerhin hat der Regener drauf, wie lange das auch immer geht. Wie lange willst du noch so verdammt nochmal nicht Ekstase machen können? Du darfst nicht sterben, definitiv. Warum bekommt er keine Ekstase? Was ist das jetzt? Oder blockiert dieses komische Ding alles, was Ekstasen hat? Ah, Riku. Mal gucken, ob in einer Bettmedizin wenigstens dagegen hilft. Auch nicht. Ich verstehe den Gegner nicht mehr. Panzerbrecher, lass mich ran, immun. Nein. Oha. Weh auf Frieden. Ich muss es nicht mehr sagen. Warum ist der Boss nochmal dran? Ich habe kein Astgar mehr. Okay. Phönix wieder. Durch das Bestia beschwören oder was? Oder verschwindet das nach einer Zeit? Was Magie Astgar. Das ist doof, wenn Teil des Ekstase bekommt, bringt das auch nichts. So, basteln wir mal. Was basteln wir denn Schönes? Ich will nicht immer Handgranaten benutzen. Jetzt Elementarschaden, bla bla. Mega Phoenix, Drachenschuppe. Ness-Elementar. Strom-Elementar. Erteilt Shell. Erst mit Mondschleier und Lichtschleier. Wo ich von Lichtschleier nicht so viel habe. Ha. Könnte klappen. Irgendwie nicht. Gibt der Protest kein Ding. Du hast schon Panzerbrecher drauf, ne? Magiebrecher. Kraftbrecher. Kraftbrecher zuerst. Trotz Shell so viel Schaden. Das ist nice. Irgendwie will ich noch mal stehlen. Oder Raum, mehr gesagt. Torbete. Immer noch. Funktioniert, glaube ich, nicht. Also. Ich find's kacke wegen der Ekstase. Das finde ich echt kacke. Ah, heil dich ruhig. Meine Güte. Gut. Lulu. Ah, das Magie. Feuer und Eisgar. Macht ja schon fast Schaden. Auf zu kontern. Warum haben wir eigentlich 4 Kugeln um uns rum? Ach so, das Item, stimmt, da war was. Ach Leute! Kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Riku, hoffentlich noch mit, ja, mit Dingsbums. Mit Hast, meine ich. Auron hat auch schon keine Hast mehr, was? Cancelt das etwa alles? Schließt er immer noch? Ach. Kann doch wohl nicht wahr sein. Tides. Ja,
Erstens, warum erlernt Lulu jetzt einen Ekstase-Typ? Zweitens, wie hast du verfehlt? Aber gut, Yuna. Altheides. Vor allem Heilmittel funktionieren nicht, Altbettmedizin funktionieren. Wie kann ich meine Ekstase wieder benutzen? Besonders mit Lulu. Meine Güte. Oder gibt es nicht noch irgendein Item? Augentropfen, Echokraut, stumm bin ich nicht. Nö. Super. Wach auf, Lulu. Danke. Auron. Magiebrecher? Nein, Geistesbrecher. Ich habe so das Gefühl, Lulu wird gleich sterben. Nein? Gut. Passiert mal nicht das, was ich wollen, gesagt habe. Nicht wollen würde. Alles klar. Teil des Warmhaus dort einmal daneben. Das will mir nicht gefallen. Nicht Feuer. Ganz und gar nicht. Vaska und Litzka. Ja, macht schon mehr Schaden. Also in einer Runde würde ich 9999 wieder runterbekommen, solange ich Mana habe. Apropos Mana. Vaska. Und jetzt kommt der Photon-Dingsbums wieder. Nein, der magische Hauch. Tschüss. Boah, du lebst. Geil. So, Hades Magie. Ich bin ja beinahe schon dazu verlangt, mal wieder zu sammeln, aber irgendwie auch wieder nicht. Und Krautjäter. Nicht Jäger, merke ich gerade. Halt dich ruhig! So. Wie lange ich auch immer Hades Magie machen kann. Hab ja noch 200 noch was Mana. Kann noch eine Zeit lang weitergehen. Hör auf damit. Muss ich mal kurz wieder auf Yuna wechseln und zu heilen. Ah. Hm. Ihr habt schon wieder keinen Hast. Wett? Wieso geht das so schnell vorbei? Ich habe keine Ahnung. Ich sammle trotzdem einmal mal. Das ist Ahnenreflex. Könnte auch hilfreich sein, aber ich sammle einmal. So, was noch? Geistesbrecher habe ich schon. Magiebrecher fehlt noch. Zum Glück ist er nicht immun dagegen. Ja, heil dich. Habe ich nicht mehr so viele Probleme mit. Teil des. Lulu geht auch erstmal wieder für Yuna kurz raus, damit sie heilen kann. Ich glaube, ich stelle mich total scheiße an und es gibt wieder irgendetwas, was ich hätte machen sollen. Aber mir fällt das gerade immer noch nicht ein. Beschwören tue ich nicht. Lulu. Alles Magie. Und das Sammeln ist jetzt nicht weggegangen. Wäre scheiße, wenn. Verbrenne und danach wirst du gelöscht. So viel Schaden macht das jetzt nicht mehr. Hallo halbe Stunde Part und hallo Handy. Ja, man trifft er jetzt irgendwie nicht mehr so oft. Ach, runter, danke. Kann auch nicht schaden, besonders bei Auron. Wohl eher nur bei Auron.
Nicht das schon wieder. Yay. Zum Glück ist er immun und wacht immer noch nicht auf. Ach ja, Elementarschaden. Ich hab da was vergessen. Yuna. Du musst einmal heilen, bevor du dann Lulu nochmal so angreifst. Was du Gott sei Dank gleich sofort machen kannst. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das für ein Kackeffekt ist, der nicht weggeht. Vor allen Dingen auch nicht durch Items. Das ist ja die besondere Scheiße. Kampf dauert viel zu lange. Viel zu lange. Na gut, Zeit ist. Wäre nicht so problematisch, könnte ich Ekstar sein. Ach, du bist blind! Schön, dass ich das auch sehe durch dein Stummzeichen. Du bist nicht blind, alles klar. Ich habe alles einmal schon drauf, also nochmal drauf. Was ist dein Spezial eigentlich? Bodyguard-Drohnen. Alter. Naja, scheiß mal drauf. Zack. Kann dein Shell nicht mal, oder was ist. Was auch immer das ist, weggehen. Yuna. Hab sogar das Gefühl, den Kampf werde ich nie schaffen. Also, jetzt. Nicht nochmal leveln und dann nochmal, sondern jetzt schaffen. Egal wie viel Zeit vergeht. Irgendwann habe ich keine Ahnung mehr. Irgendwann, ja. Komm schon, beschleunigen. Nur um zu sehen, wie viel der gerade hat. An Leben noch. Ekstase darf ich sowieso nicht machen, weil. Oi. Weil der ja sonst sofort dreimal dran ist und heilen kann und was es nicht kann. Hey! Auf damit. Lass mir ran, ich kann mit dem jetzt auch keine Ekstase mehr machen. Oder bin ich im. Geil! Mein Güte, ist das scheiße. Ich will nicht mehr. Schade, dass du noch kein Sanctus hast. Aber gut. Wie viel Mana? Boah, du hast kein Mana mehr gleich. Dann benutzt doch lieber mal Item. Ah, die Gruppe. Das ist schon mal besser, dann kannst du. Sehe ich das gerade richtig, dass du nicht mehr blinkst? Dann greifst du einfach mal an. Damit du Ekstase bekommst. Bevor noch irgendetwas passiert, dass du es nicht mehr einsetzen kannst. Ihr könnt es immer noch nicht. Oren. So, Hades Magie. Natürlich Gravitas. Theoretisch könnte ich es mal ausprobieren, aber ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Und wenn, dann ist es auch ja. Circa 3600 Schaden verschwendet. Die dann am Ende fehlen, bevor wir wieder wie reinsetzen. Aber sollte es funktionieren, wäre es geil. Es ist immer so. Ich hab doch keine Ahnung. Passiert in dem Blind LP. Oh
Gott, noch zwei Angriffe bis Teil seiner Ekstase. Bis dahin kommt wieder das dumme Foto. Oder er stirbt. Oder. Teil ist doch gestorben? Oder? Komm, Juna, der restliche Mana für Tidus. Ach, kostet nur 18? Ich dachte, es kostet 40. Alles klar, ich habe nichts gesagt. So, nicht schwarz Magie, hartes Magie. Du dürftest eigentlich auch bald tot sein. Eigentlich und bald sind zwei so schöne Worte. Frick einfach, bitte! Danke! Boah! Also, wenn jetzt das bald passiert, was ich denke, dann sollte ich eigentlich leveln. Aber nö! Hey! Can't we rest a little? No need. We reached the summit soon. I know! That's why I want to stop for a bit. Soon means that there's not much time left. Riku. Fine. I'll think on the way. Hey, come on. Let's go. We are. Almost there, aren't we? We've come a long way. What's so funny? You remind me of myself. Before, the closer I came to Xanarkand, the more I wondered. When we arrive, Braska will call the final Aeon. He will fight Sin, then die. I thought my mind was made up long before. But when I stood here, my resolve wavered. Never would have figured. Legendary Guardians choke sometimes too, yeah? Legendary Guardian. I was just a boy. A boy about your age, actually. I wanted to change the world too. But I changed nothing. That is my story. Schön dicke 40 Minuten, ich sag, bis zum nächsten Mal, Leute. Dann werden wir zum Gipfel gehen. Bis dann, viel Spaß und tschüss.